Radio Hamburg Video. Jetzt gerade ist er ins Studio reingekommen und zwar ist es Peter Heppner und du stellst dich einfach mal am besten direkt ans Mikro ran und sagst, ja. Hallo, ich höre dich. Hallo. Wunderschön. Schön, dass du da bist heute, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja mittendrin in der Album-Promotion, du hast ja ein neues Album draußen. Ja, genau. Und erstmal, was machst du heute jetzt hier in Hamburg? Ich weiß, du bist ja eh hier in Wittelsburg geboren. Also ja, klar. Der Weg führt nicht so weit, aber ja. was ist heute so angesagt gewesen bisher? Wie sieht dein Tag aus? Wir sind jetzt gerade aus Kiel gekommen. Da haben wir 2-3 Radio Geschichten gehabt. Jetzt haben wir hier in Hamburg ja, bei euch sind wir ja jetzt. Ich habe ja eben auch gerade ein paar Songs eingesungen für euch, exklusiv. Und ja, mit sowas beschäftige ich mich halt jetzt. Es ist aber auch der letzte Termin und ich glaube, wenn wir hier fertig sind, dann bin ich auch erstmal durch. Bin jetzt so 2 Wochen lang unterwegs gewesen, so rund, also quer durch die ganze Republik. Und das ist dann doch schon sehr anstrengend. Man möchte dann doch eigentlich auch mal wieder nach Hause. Ja, wie kam es dazu, dass ihr das jetzt in England produziert habt, das Album, nicht irgendwo in Hamburg? Weil hier sind auch gute Produzenten. Ja, das war ganz zufällig, weil, naja, genau. Wir haben auch erst in Deutschland eine Menge lange nach Produzenten gesucht. Mhm. So einen habe ich ja auch hier gefunden, José Álvarez Brill. Mit dem habe ich ja auch 2-3 Titel produziert. Mhm. Und zusammen mit einem Produzententeam namens Drei Typen. Das sind recht junge Produzenten, ganz junges Produzententeam, die aber ganz, ganz wild und ganz, ganz toll eigentlich auch sind und auch ganz neu und frisch mit dem, was sie so machen. Ja. Nur für den Rest der Songs, da fehlte mir dann eigentlich so der rechte Produzent, so, weil irgendwie war hier keiner zu finden und die guten Produzenten oder die ich mir hätte vorstellen können, die waren gerade ausgebucht oder hatten keine Zeit oder es gab so andere Gründe. Und dann haben wir einfach angefangen, die Kreise so ein bisschen weiterzuziehen, mhm, so in denen wir gucken. Und dann fiel uns auf, oder mir fiel dann irgendwann auf, sag mal, ich habe doch hier den Peter John Vitese dabei, der hat ja schon als Komponist schon 2 Stücke beigesteuert, die ich dann verarbeitet habe und zu der ich dann Gesangsmelodie komponiert habe und getextet habe und sowas. Und dann dachte ich, ja Gott, dann fragen wir den noch mal. Ich war mir in dem Augenblick allerdings nicht so ganz klar, wen ich da eigentlich frage, weil ich hatte die Lieder gekriegt und ich hatte mich über ihn weiter gar nicht informiert. Und er fuhr dann eigentlich erst so, als ich ins Studio fuhr, so, wer das eigentlich ist. Das ist so Mr. Peter John Vitese ist, der also Frankie Goes to Hollywood gemacht hat, mhm, der Pet Shop Boys gemacht hat, der Simple Minds gemacht hat, Sophie B. Hawkins, Dido. Also die richtig großen Nummern. Ja, ja, Mel C, die letzten beiden Alben. Also das ist schon ein ziemlicher Hammer gewesen. Also, ja. Und der fand das aber, die Idee aber klasse. Also der ist nach Berlin gekommen, hat sich dann so die Demos angeguckt, die ich habe. Und wir haben dann sehr lange uns darüber unterhalten, wohin ich mit diesen Stücken möchte, inwiefern, also in welche Richtung ich sie produziert, mhm, haben möchte. Und ich glaube, das fand er selber auch tierisch interessant. Ja. Also es wirkte zumindest so. Und dann haben wir auch, war es im Grunde genommen auch gleich beschlossene Sache, dass wir das machen. Und du bist in Wilhelmsburg geboren. Ja. Wohnst du jetzt eigentlich noch hier? Genau. Wohnst du jetzt auch hier noch in Hamburg eigentlich oder bist du jetzt gar nicht mehr so? Natürlich wohne ich noch in Hamburg, ja. Auch Wilhelmsburg jetzt oder woanders? Nee, ich wohne in Hamburg jetzt, aber natürlich. Du bist ja nicht so weit weg. Nee, aber natürlich wohne ich noch in der schönsten Stadt der Welt. Also da zieht man ja nicht weg. Ja. Brandneues Album, wie gesagt, ist draußen seit dem 12. September. Ja, genau. Seitdem beim CD-Dealer Ihres Vertrauens, das neue Album von Peter Heppner mit dem Titel Solo. Mit da drauf natürlich auch die brandneue Single Alleine sein. Genau. Und in der Single, das muss ich noch ganz kurz mal eben erklären, da gibt es ja auch diese Parkourspringer, die sieht man ja im Video. Genau. Ja. Also die Jungs, das sind die Jungs, die immer so von Häusern auf andere Häuser raufspringen, über Brücken und so weiter und so fort. Parkourspringer, das bin ich doch die ganze Zeit. Ja. Redest du denn da? Was ist das hier? Das wäre nicht meine Frage. Ich habe jetzt mein Leben in den letzten 10 Jahren diesem Sport gewidmet und du erzählst jetzt einfach Parkoursportler. Nee, jetzt mal im Ernst. Das waren natürlich Duvel, die das gemacht haben. Also wir hatten einen Parkoursportler als Duvel, der hat dann die artistischeren Sachen gemacht und wir hatten einen Leichtathleten für die Detailaufnahmen. Das heißt, wenn man nur so Füße oder nur Hände sieht, dann ist das der Leichtathlet. Ja. Der hat auch am Ende diesen Sprung gemacht. Das ist übrigens ein Sprung in die Alster. Ach. Also nur um das mal so dem Hamburger zu sagen. Ja, wir haben wirklich jemand in die Alster springen lassen. Aber die meisten Sachen da drin, musste ich schon selber laufen, weil das ist bei den meisten Aufnahmen sieht man ja eben auch ein Gesicht oder man könnte das Gesicht sehen und immer wenn das der Fall ist, dann bin ich selber gelaufen und das habe ich dann auch mit 2 Tagen Ganzkörpermuskelkater bezahlt. Also das war teuer erkauft, das Video. Okay. Mehr Videos und Podcasts unter radiohamburg.de.